Willkommen zu einer neuen Trailer-Rotation. Diesmal geht's um neue Shooter bzw. Shooter, für die es spannende Updates gab. Beim Entwicklerstudio Petroglyph wird gerade nicht nur am Remaster des ersten Command & Conquer gearbeitet, das Team bastelt auch an einem Multiplayer-Shooter, der in die Fußstapfen von Command & Conquer Renegade schlüpfen will. Der Ego-Shooter heißt Earthbreakers und wie in Renegade steuert ihr einen einzelnen Soldaten, könnt aber Fabriken, Abwehrtürme und Fahrzeuge bauen. Mit den Fahrzeugen könnt ihr dann sogar die Umgebungen zerstören, was man hier im ersten Ankündigungstrailer auch schon sehen wird. Auf den Maps treten zwei Teams mit jeweils bis zu 32 Spielern an. Es wird orbitale Superwaffen und natürlich auch Sammlerfahrzeuge wie bei Command & Conquer geben. Außerdem stehen 12 Charakterklassen und 6 steuerbare Fahrzeuge zur Auswahl. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht, Earthbreakers soll aber irgendwann 2020 rauskommen. Seit ein paar Tagen gibt es einen neuen Retro-Ego-Shooter im Early-Access-Programm von Steam. Das Spiel heißt Wrath Eon of Ruin und nutzt eine weiterentwickelte Version der ursprünglichen Quake 1 Grafik-Engine. In der 20 Euro teuren Early-Access-Version sind jetzt erstmal nur 2 Level aus dem ersten Kapitel enthalten, es sollen aber auch während der Testphase noch weitere folgen. Die Vollversion soll dann im Sommer 2020 rauskommen und 3 Kapitel mit je 5 Leveln bieten, inklusive Bosskämpfe. Ich habe die beiden ersten Level mal ausprobiert und kann nur sagen, wer mit dieser Art Retro-Shooter was anfangen kann, wird hier nicht enttäuscht. Und wenn wir schon bei Oldschool sind, dann darf hier nicht Stranglehold fehlen, das es jetzt endlich wieder als Download-Version gibt, und zwar für 9,50 Euro bei GOG. Der Third-Person-Shooter wurde ursprünglich 2007 veröffentlicht und erinnert mit seinen vielen Bullet-Time-Sequenzen an die Max Payne-Spiele, nur dass hier noch viel mehr Umgebungsobjekte zerstörbar sind. Stranglehold ist mehr oder weniger eine Fortsetzung des asiatischen Actionfilm-Klassikers Hard Boiled, mit dem sich Regisseur John Woo und Schauspieler Chow Yun-Fat auch im Westen einen Namen gemacht haben. Die Spielfigur ist dementsprechend auch dem aus Hongkong stammenden Schauspieler nachempfunden worden und wird im Englischen auch von ihm gesprochen. Grafisch sieht man dem Spiel sein Alter zwar an, aber für den Preis sollten sich Actionfans diesen Spaß trotzdem nicht entgehen lassen. Zumal man auf modernen Rechnern natürlich die Auflösung problemlos hochdrehen kann, um die vielen Level-Details besser erkennen zu können. Stranglehold. . 2021 soll die Stealth-Shooter-Serie IGI mit dem Prequel IGI Origins zurückkehren. Der erste Trailer zeigte ein paar Szenen, die das 80er-Jahre-Kalte-Kriegs-Setting des Spiels vorstellen, echte Gameplay-Szenen sind das aber wohl nicht. In der Vollversion wird man als männlicher oder weiblicher Agent des britischen Geheimdienstes MI6 hinter feindlichen Linien möglichst unauffällig Missionen erfüllen und nutzt dabei, wie in den ersten beiden Serienteilen von 2000 und 2003, jede Menge Gadgets. Die Originalspiele, besonders der erste Teil, waren damals wegweisend, was offene Levelgestaltung und überhaupt die Größe von Levels in Ego-Shootern anging. Hinzu kam das taktische Vorgehen, das in Singleplayer-Shootern zu dieser Zeit eher eine Seltenheit war. Heute gehören solche schleichlastigen Spielsysteme bei fast jedem Shooter dazu. Es wird sich also zeigen müssen, ob ein IGI-Spiel 2021 überhaupt noch etwas zum Genre beizutragen hat. Aber besonders für Spieler, denen beispielsweise das Gameplay des jüngsten Sniper Ghost Warrior Ablegers Contracts gefallen hat, dürfte IGI Origins spannend werden. Es gab vor Jahren schon mal einen Shooter, der genau das macht, was nächstes Jahr auch der Multiplayer-Shooter Boundary machen will, nämlich Multiplayer-Kämpfe in der Schwerelosigkeit bieten. Aber mir fällt ums Verrecken der Name des Spiels nicht mehr ein, also wenn einer von euch weiß, wie es hieß, schreibt's bitte mal in die Kommentare. Derweil seht ihr hier schon sehr genau, wie die Kämpfe in Boundary ablaufen sollen, wobei die ungewöhnliche Geräuschkulisse und natürlich das Bewegen im freien Raum für ein ziemlich interessantes Spielgefühl sorgen dürften. Ob das nun auf Dauer Spaß macht, ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage, aber ich dachte mir, ich zeige euch diesen Trailer trotzdem mal, dann habt ihr das Spiel fürs nächste Jahr auf dem Schirm und könnt selbst entscheiden, ob das was für euch ist. Das Video zeigt übrigens auch einige der Elemente, die die Entwickler schon aus dem Spielerfeedback der ersten Testphasen von Boundary ins Spiel eingebaut haben.
So gibt es jetzt beispielsweise neue Geräusche, die als Funkstörungen auf die Nähe eines Gegners hinweisen sollen. Überhaupt scheint das Thema Orientierung eine der größten Herausforderungen für die Entwickler zu sein. Und dementsprechend drehen sich die meisten Verbesserungen auch um die Informationsvermittlung für den Spieler. Schließlich können hier Feinde aus allen Richtungen kommen. Boundary soll übrigens im ersten Quartal 2020 für PC und PS4 rauskommen. Über eine Xbox One-Version wird aktuell noch nachgedacht, da gibt es aber noch keine konkrete Zusage. Über die Spielmodi von Boundary kann ich noch nicht allzu viel Details verraten, außer dass es um 5 gegen 5 Kämpfe in Modi wie Free for All, Team Deathmatch, Domination und Elimination geht. Was ich außerdem weiß, ist, dass man seine Waffen über ein Progressionssystem vielseitig anpassen kann, dass einige Charakterklassen besonders gefährliche Nahkampfwaffen dabei haben und dass es ein Deckungssystem im Spiel geben soll. Auf den ersten Blick sieht dieser Trailer hier zwar freundlich aus, aber lasst euch nicht täuschen, denn das ist der CGI-Trailer zu The Walking Dead Saints and Sinners, einem neuen PC-VR-Spiel, das am 23. Januar 2020 für HTC Vive, Oculus Rift und Valve Index rauskommt und eine rund 15 Stunden lange Kampagne bieten soll. In Saints and Sinners kämpfen wir uns durch das untergegangene New Orleans und müssen uns nicht nur mit Horden von Untoten, sondern auch mit anderen Menschen herumschlagen. Computergesteuerte Menschen, versteht sich, das hier ist ein reines Singleplayer-Erlebnis. Und während ich hier so rumerzähle, habt ihr euch vielleicht nicht komplett auf den Trailer konzentriert. Deshalb empfehle ich euch, das Video noch mal ein bisschen zurückzuspulen und mal drauf zu achten, was für einen Kreis der Trailer da eigentlich mit seiner Hauptfigur schließt. Ein paar Influencer konnten das Spiel übrigens schon ausprobieren und haben entsprechende Werbevideos auf ihren Kanälen hochgeladen. Es gibt aber auch ein ganz normales, etwas über 8 Minuten langes Gameplay-Video aus einer Pre-Alpha-Version. Daraus stammen auch diese Szenen hier. Wenn ihr das ganze Video sehen wollt, ihr findet den Link in der Videobeschreibung. Seit Oktober 2018 ist der Multiplayer-Shooter World War 3 im Early Access auf Steam und kommt dort nicht so recht aus dem Bereich der mittelmäßigen User-Bewertungen heraus. Zudem fehlen dem Shooter auch einfach die Spieler. Aber für alle, die das Spiel vielleicht schon in ihrer Steam-Bibliothek haben und die nochmal einen Blick drauf werfen wollen, ist jetzt vielleicht genau der richtige Zeitpunkt. Denn es wurde ein neuer Spielmodus namens Breakthrough veröffentlicht. Und genau den sehen wir hier im Trailer. Im Kern von Breakthrough geht es darum, dass die Angreifer nach und nach bestimmte Funkstationen auf der Karte zerstören sollen und die Verteidiger genau das verhindern müssen. Klingt also sehr nach dem aus Battlefield bekannten Rush-Modus, aber das passt ja auch irgendwo, weil World War 3 natürlich insgesamt sehr an die Battlefield-Spiele in der Gegenwart erinnert. World War 3 ist aber nicht das einzige Early Access Spiel, an dem das Team von The Farm 51 gerade arbeitet. Es gibt ja seit kurzem auch den Singleplayer-Shooter Chernobylite. Und bei dem scheinen die Entwickler deutlich schneller mit Updates hinterherzukommen. Die Änderungen des jüngsten Patches, Aftermath betitelt, werden in diesem Trailer vorgestellt. Unter anderem geht es um Einstellungen beim Schwierigkeitsgrad, eine neue Waffe, Waffenanpassungen und Gameplay-Überarbeitungen, besonders beim Kampf.
Wenn ihr mehr über Chernobyl wissen wollt, habe ich euch unser Preview-Video in die Videobeschreibung verlinkt. Und das war's auch mal wieder mit der Trailer-Rotation. In der nächsten Folge wird es entweder um kommende Fantasy-Spiele oder um spannende Infos und Videomaterial zu kommenden Spielen gehen, die die Entwickler in vergleichsweise unauffälligen Dev-Videos versteckt haben. Ich habe da nämlich ein paar ganz coole Sachen gefunden, aber ich suche noch nach etwas mehr. Deshalb weiß ich noch nicht, ob das schon gleich in der nächsten oder dann halt in der übernächsten Folge stattfindet. Also lasst euch einfach mal überraschen und schaltet wieder ein. Bis dann, euer Fritz.